exzellentes Spiel. War eine echt Fairness gegenüber den anderen. Wunderbar, wunderbar. So, wenn ihr jetzt hier guckt, Team Hoppelhase hat Suddenly Outplayed besiegt. Steht jetzt im Finale für das heutige Turnier, also für Gruppe A. Und jetzt spielen Skilled Lucker gegen Dead Holes. Also Skilled Lucker und Dead Holes. Macht euch auf, der Clan weitet wieder und dann gucken wir uns das nächste Game an. Da ist er, der Invite. Guten Tag, Kyren! So, ich rutsche erstmal sofort wieder zu den Zuschauern. Ja, gut. Echt, die haben auch schon echt nicht schlecht gespielt. Das kann man nicht sagen, ne? Die spielen echt nicht schlecht. Ist ja auch nicht so wild. Und so. Das wäre ja auch schon was, wenn man jetzt hier bei diesem Turnier anfangen würde, dann die Gegner zu flamen und zu sagen, dass das jetzt erst auch den Gewinner, dass die alles scheiße war und Noobs, und das wäre mega assig. Also, dass das hier nicht vorkommt, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber kann man das Lied einmal dir geschickt den Link. Sugar, guten Tag. Ja, die Hasen, die Hoppelhasen, die haben gewonnen. Ihr blickt auf das nächste Turnier und das freut mich. Dann müsst ihr aber auch immer einen Blick auf meine Facebook-Seite haben. Da ich die dann da auch posten werde. Ja, das geht ja wie am Fließband. Paradise. Skilled Lucker sind hier auf der rechten Seite. So, nochmal zum Zeigen. Skilled Lucker, circa 18.45 Uhr. Wir hängen da hinterher, nicht? Naja. Skilled Lucker gegen Dead Holes. Skilled Lucker hier auf der rechten, Dead Holes zur linken. Meinetwegen könnte das sofort weitergehen hier. Ich mag Haar. Mach mal das Lied an, hallo? Muss gut launen, los, go go, mach Lied rein. An dem Turnier, da konnte man sich anmelden, wenn man sich auf meiner Facebook-Seite eingetragen hat. Und ja. Aber jetzt ist voll, morgen ist auch schon wieder voll. So, noch drei Teams übrig, ne? Ja, ja. Die Hoppelhasen sind im Finale für heute. Das ist dann Best of Three. Und die werden dann gegen den Gewinner dieses Matches spielen. Du willst das Lied nicht anmachen, oder? Nein. Weigerst dich. Hallo, macht an, das ist gute Laune Musik. Nee. Das ist schöner Dubstep, Alter. Malphite Amu Leona Ban, Katharina Chen, du hast den Win der Hoppelhasen verpasst, aber wenn du das hier später halt angucken möchtest, ich werde nach dem Turnier alles bei YouTube hochladen in der Playlist Turnier von dann bis dann, nicht? Ich werde auch die Teams in dem Namen des Videos mit reinstecken und dann können jeder, der das verpasst hat, irgendwas verpasst hat, kann sich das reinziehen. Ich zock so viel und in der Woche jeden gottverdammten Tag. Ich kann gerne auch mal so ein Turnier machen. Das ist für mich eigentlich kein Problem. Und da ist der Nunu.
Nur noch Support anscheinend. Dante, der hat das Lied wohl wenig angemacht. Das ist nämlich, was ich meine, das ist Dubstep. Aber Affe macht's ja nicht an. Ich weigert sich ja. Ich kann den Link posten, jo. Kennt ihr sowas? Hockoli. Oh. Der gerade gegeneinander spielt, gerade spielt Skilled Lucky. Seht ihr das, wie er mich kuscheln will, der Kleine? Der Kakadu? Ja, ne? Ja. So, rechts ist Skilled Lucky und links ist Dead Hold. Den kennt ihr noch nicht, ne? Ne, den kennt eigentlich noch keiner. Lol, warum hast du da einen Vogel? Mann, das ist ein Kakadu. Ja, wie kommt der denn da hin? Der kommt hier durch meine Eltern hin, die haben ihn gerade mal gebracht. Biggest Fan, hat er gesagt. Haben sie gesagt. Ne, Rocco? Mhm. Guckst wie ein kleiner Psycho. Nee, der beißt mich nicht. Aber ich glaube, der hat Angst. Ey, der zittert die ganze Zeit wie verrückt. Wenn ich ihn hier auf der Hand habe, zittert er die ganze Zeit. Und das merkt man voll, dass er nervös guckt so. Also auf die Bildschirme und sowas. So. Ja, der kennt hier ja nichts. Der war hier drüben ja noch nicht. Und ja. Ja gut. Genug von Kakadu und mehr von League of Legends, ne? Gangplank streamt, wenn du jetzt noch Orangen essen würdest, ja. Affe, aus welchem Bundesland kommst du? Ich komme aus Niedersachsen. Schwulette 38 sagt, du stinkst. Schwulette 38. Ich sehe schon, dass das linke Team gewonnen hat. Übrigens, jetzt ist es... Lol. Gut, jetzt aber jetzt wieder umdenken. Nunu. Vans Rumble ist auch noch gewandt. Aha. Nunu Support. Skana. Kampfzwerg spielt Xerath. Das sieht man auch nicht so häufig. Wayne und Darius. Blitzcrank. Nocturne. Orianna und Irelia Mansions. Genau, das ist auch ein starkes Team, ey. Orianna Ball oder Schild auf Nock. Reinballern. Auf Wayne. Ulti zünden von Orianna und dann dürfte Wayne eigentlich schon ganz schön Damage geschluckt bekommen. Schlucken. Irelia klatscht auch noch auf sie ein. Das tut weh. Rokus zittert vor Anivia. Nee. Nee, der kennt es einfach nicht. Der war hier drüben noch nicht. Und ja. Das ist natürlich immer was, ne? Wenn dann zwei Bildschirme auf ihn einknallen.
eben nochmal den Chat checken, weil ihr wissen wollt, was ich gerade, warum ich gerade so behindert in die Kamera gucke. So. Weil der Bildschirm ist irgendwie viel heller und da muss man echt, erkennt man manchmal nicht so richtig, was da jetzt so steht. Jetzt gleich noch 3 Minuten warten. Diese 3 Minuten, ey. Tschüss. Die 3 Minuten machen einen echt immer, ne, so. Gut, aber ich glaube, ich brauche... Anstrengend sowas, ne? Noch einen Kaffee. Wenn meine Freundin jetzt keine Lust hat, mir einen Kaffee zu machen, muss ich gleich loslaufen, ey. Ja, eben erstmal einen Blick auf Facebook werfen. 260 Likes. Leute, da geht noch mehr. Zieh euch mal das Bild rein, was ich da gepostet habe von mir. Was haltet ihr von der Brille? Ich finde die Brille so abartig geil, ey. Ist eine Sonnenbrille für Weihnachten, ey. Echtes, also die Brille, ne? Aber meine Lehrerin wollte mir die nicht rausrücken, ey. Die wollte mir die definitiv nicht geben, ey. Ist Rebecca eigentlich wieder da? Keine Ahnung. Ach komm, dann muss ich ihn aufbauen. Das Affenkind 38. Ah, das ist halt immer das Ding. Wenn, solange die Community noch relativ klein ist, kann man das echt gut. Hat man das auch so gut im Griff. Also Flame oder Vollsabbeln oder sowas gibt's hier kaum. Aber so, sobald es das anfängt, so, ne, dann. Das macht einfach keinen Spaß, weiß nicht, sowas gehört doch nicht hier rein, oder? Naja. Ja, vollgesabbelt halt, ne? Vollgesabbelt! Derselbe wieder, Alter, das kommt einfach jedes Mal vor jedem Game. The fuck. Hab gestern und heute nur Ranks gewonnen, locker 200 Elo gestiegen. Habe vorhin 2 verloren, habe letzte Woche 160 Elo verloren. Das dachte er, ohne mit der Wimper zu zucken, ey. Wer sagt, was mit ohne der Wimper? Du bist gemutet, ne? Kriegst du wieder was von deiner Mutter auf den Sack, oder was? Nö. Noch 25 Sekunden. Ja, dann, achso. Nee, ich blende das mal gleich erstmal ein, den Ladebild. Der ist no. Kannst du mir einen Kaffee machen? Naja, ansonsten der Jonas aus Wesel. Deshalb, wow, DJ, geile Show. Ich wünsche mir Epic von Quintino und Sandro Silva. Kriegst du auch gleich. Bitte weiter so. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ihr noch Grüße wünscht habt, könnt ihr das gerne machen. Jetzt geht's weiter mit der Live. Mach's gut, bis später. Ciao. White screen. So. Gold, 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 Gold. Na, bin ich ja mal gespannt. Deadholes gegen Skilled Lacker. Bei Internetproblemen und sowas, wenn du das vor dem Game weißt, ist das kein Problem. Während des Games würde das Ersatzteam einspringen. Nee, Shadow, ich versuch's sofort zu machen. So. Sieht nur interessant aus. So. Ich freue mich auf die Engage von dem unteren Team. Der hat eine kleine Frage hier, der Kaiba. Blob, blob, guten Tag. Dass man nicht in den Ladescreen kommt, eigentlich normalerweise ja nicht, ne?
Nun ist bei denen erst jetzt Support, ne? Dann passt das ja. Wo ist, was ist denn? Aha. Und aha. So, passt. Ach Gott, Leute! Mucke, ne? Mucke. So. So, Blau-Pink zum Protecten. Und das Team mit Blitz will natürlich invaden. Go, go, zeigt uns euer First Blood. Oh ja, die waren da oben alle. Und hoffen. Und jetzt. 30 Sekunden. Der Scanner steht ja schon krapp bereit. Spannung, hat jemand einen Trommelwirbel? Und? Oh ja! Oi. Flash und zwei Flash! Drei, vier! Waren das gerade? Vier Flash? Vier Flash, aber instant vier. Hinterher. Richtig gut. Bäm, auf einmal vier Leute. Die wollten sich das First Blood auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Wobei, das ist ja eigentlich von egal wem, es wäre nur noch ein Outlet gewesen. Aber vier ins Gesicht. Aber jetzt hat jede Lane außer Blitz halt, hat Flash-Out, was natürlich nicht schlecht ist für Skarner, ne? Knock hat beim Red gestartet. Ja, gut, wenn du den... Wenn du erstmal dran bist, ne, mit dem Slow, haut das schon rein, aber mit Level 6 ist er natürlich besonders gefährlich, mit seiner Ulti. Okay, der Kampfzwerg lässt sich ganz schön harassen. Okay, okay, warte, wo ist er? Armer Body, ey. 42 Armor, 35 Magie-Resi. Bam. Also normalerweise, soweit ich hab gesagt, ist die Rede zerfetzt. Neben Sub, Carry neben Carry, AP neben AP. Ihm durch Akro, Orana. Farmen, farmen. Nock ist gerade beim... Oh, das sieht interessant aus. Er macht den Red Buff. Und Skarner ist gerade bei den Geistern. Schönes Ding. Wenn die wüssten, dass die gerade knapp aneinander vorbeigelaufen sind. Tja. Da hätte den Nock schon auf, aufs Maul bekommen, denke ich. Wenn der Skarner das gewusst hätte. Jo. Und die Vayne Grab. Und tot. Oh, sie hat Barriere. Ei, ei, ei. Oh, der Grab, ins Gesicht. BB, Brazil Kaiser. Brain, sehr low. 60, 70 HP. In der Mitte sieht das auch nicht gerade fröhlich aus. Für den Xerath. Feuchtfröhlicher Spaß mit Kinderschokolade. Caitlyn 17, Wayne 10 Farm, Orianna 25, Xerath 10. Toplane ist relativ ausgeglichen und Jungle auch. Oh, da kommt das Flash. Nox Eva. Oh, das war knapp. Er ist jetzt Level 4 geworden, vielleicht hat er den nicht geskillt. Vorher. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, Darius ist tot. Der 4, der Rapper. Oh, der Skarner.
Also ich hätte den jetzt an Nox Stelle, hätte ich den noch gefightet. Zumindest ein Outlet gegeben. Und in der Mitte, Xclair hat gerade, hat noch einen Ignite drauf gekriegt. Hat er mit 75 HP überlebt. Da waren wir anscheinend auch gerade Action. Orianna hat sich gerade aus dem Tower geflasht. Ne, hatte sie nicht. Sie ist einfach so. Sie hatte gar keinen Flash ab. Botlane. Ach, Xerath hat Teleport dabei. Ja, Xerath hat Teleport dabei. Tja, wenn Wayne erstmal einmal ist aber nicht einen Grab schluckt, dann drückt die Kette halt übel. Und der Grab, der Grab! Oh, schade, schade. Der Tumble. Wenn er Blitz spielt, weiß man, wie kacke dieser Tumble ist gegen Wayne. Aber hat man ja eben schon gesehen, wenn die Wayne gegrabt wird, dann tut ihr das schon ganz schön. Oh! In die Falle! Nuno Grab! Oh no! J-Up, da J-Up! Oh, der Stun hat nochmal reingedrückt. Der Stun hat sich ganz schön kaputt gemacht, ne? Ja, Wayne verliert echt viel Farm. Wayne hat 16 Farm, Cajun hat 36, die ist jetzt schon 20 im Vorsprung bei 6,5 Minuten. Das tut schon weh. Leute, ich hol mir mal eben was zu essen. Ja, also, sag an, was da passiert. Was da jetzt passiert, da steht jetzt ein Nunu. Oder auch nicht, weil sie ihren Kugelfeld hat. Oh, wer von den beiden haben... Ah. Oh, die flasht sich noch. Leute, vergesst das Essen nicht. Nicht, dass ihr verhungert vor dem Bildschirm. So wie ich. Momentan sieht das Game mit einem 2,5k Geldvorteil von den Skilled Lucker nicht so prosig aus wie die Dead Holes. Darius kriegt das noch aufs Pressbrett. Silence, I kill you gerade in meinem Lied. Oh yeah, ich hab ein Brötchen mit Knoblauchkäse. Oh, nice. So, was ist passiert? War das die Nock-Ulti, Nock-Ulti mit Orianna? Ulti-Kombo? Nocturne hat Xerath gegaked, da hat die Kugel, war dann an Nocturne dran und Nocturne hat, also Orianna die Ulti gemacht und dadurch ist dann Xerath an Nocturne rangedrückt worden und dadurch ist er dann auch verreckt. Weil Nocturne ihn einfach klatschen konnte. Das ist genauso wie mit Wayne der Amumu-Ulti. Caitlyn war zu weit weg. Das haben wir auch letzte Woche gesehen. Amumu-Ulti. An Amumu die Kugel dran machen und dann zack. Wird die Ulti genommen. Ach, Grazmann fällt mir gerade auf, spielt nicht Mitte. So wie mit Katarina vorhin im Game. Wo er fast einen Penta gemacht hätte. Ja, man sieht aber auch den Farm-Sheet. Skilled Lucker hat einfach bei jeder mehr gefarmt, außer Blitzcrank, der hat einen 2 weniger als Nunu. Trotz des Skilled Lucker einfach best farm, hat 4 Kills Vorsprung und hat auch 3,4k mehr Gold mittlerweile. Oh, der grabbt. Oh, und... Caitlyn wird gestunt. Oh, Vayne, hat die Ulti. Ja. Na, aber das wenn war echt nicht schlecht, das war sah gut aus. Hätte vielleicht noch ein paar Auto-Attack hätte machen können. Ja, ja, das stimmt, aber... Naja. Der Stun hat leider nicht mehr geholfen. Die Skilled Luckers haben ja gesagt, dass sie in diesem Turnier ordentlich aufräumen wollen.
und sich an dem Gurkenteam rächen wollen, Bauer Gurke. Nicht? Das heißt, das ist Reckless. Genau. Aber das werden sie nicht können, wenn sie nicht das Finale gewinnen. Getsman. Ah, da wird nichts aus. Oh, der Flash. Oh. Der E. W. Ne, da wird die Ult-Kombo. Oh, der hat es instant kaputt. Instant kaputt. Ach, er hat seine Ulti gar nicht ready. Darus hat seine Ulti nicht ready. Oh, warum hat er sie nicht ready? Flash. Das war sehr schnell. Der Xerath ist so schnell gefallen mit der Orianna-Ulti und der Nock-Ulti auf ihm drauf. Ist der so schnell gefallen. Caitlyn hat 75 Farm und Wayne hat 36. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und wir wissen nicht, aber Wayne Late Game, ne? Da kann noch was gehen. Ja, Team baut allgemein auf CC. Siehst du ja Nocturne, Skarna und Blitzcrank und Orianna. Ja. Das war schon Skarna, sag ich nicht schon, gut dagegen, Skarna. Wayne zu picken. Könnte man jetzt Irenia sagen, aber die kann ja noch gutes Gameplay bringen. Das weiß ja keiner. Ja, wirklich jeder, weiß jeder von denen hat irgendeinen Zauber, womit er Vayne CC'en könnte. Und Vayne hat sich keinen Cleans mitgenommen, sondern lieber Barriere. Irelia, wirklich jeder kann die irgendwie CC'en bis auf Caitlyn, die muss da eine Falle setzen. Falls Vayne irgend noch gefeedet wird, ist das immer noch ziemlich schwierig. Weil die haben nicht so viel CC. Nur ein bisschen slow haben die. Und Skarna. Jetzt zu 6 auf der Botlane. Skarna hat Ulti ready. Der 4 auf Nunu. Skarna einfach gar nicht da. Jab gegrabt. Oh. Jab kriegt kein E von ihm. Und Ulti. Oh, Skarna. Skarna, warum? Ah, keine Ulti. Der hätte die richtig in den Tod ziehen können. Oh, ja, sofort. Ich wollte gerade sagen, hätte ich nicht mein Brötchen runterschlucken müssen, dann wollte ich gerade sagen, das ist keine gute Idee, was der Xerath da versucht. Und Dwayne Wills. Das wird nix. Guten Tag, Dwayne Reen. Der Blue für Xerath. Der Goldvorteil baut sich immer mehr aus. Es steht 0,6 für die Skill-Tracker. Das ist mehr als 5,5. Oh, und da fliegen die Ignites, da fliegen die Ignites. Oh, Nunu. Ja, verbrannt. Gestorben. So. Da kommt die Ulti auf die Arena. Das sieht Arena aus wie Deja, genauso wurde sie gerade eben auch gekillt. Ja. Einfach kaputt. Das ist echt heftig. Trotzdem kommt, Orianna befestigt die Kugel an ihn und macht Ulti. Und zack ist der deswegen, das ist echt eine geile Kombo. Nock und Orianna ist echt strong. So kann man die Kugel sehr gut transportieren. Jo. Was machst du nach dieser ganzen Weltuntergangssache? Untergehen. Es sieht nicht gut aus. Skilltlacker sind wirklich stark im Vorteil.
8k Gold. 09. Die Welt geht nicht unter. Die schwebt. Und da wurde die Wort zerstört. Oh mein Gott. Hartes Ding! Der Grab. Top Lane fightet. Get out of the area. Da ist der Krebs. Der 4 geht raus. Die Passive von Nock. Too strong. Da kommt die Ulti von Skana. Flash von Nock. Der kommt weg. Der kommt easy weg. Wenn Skana sich jetzt nicht verkrümelt, wird er gekillt. Easy. Oh, er hat überlebt! Und jetzt, da kommt der Kampfzwerg, Und, Spell Shield! Was macht der Kampfzwerg? Oh, Skana wird gekillt von Orianna! Und Kampfzwerg wird outplayed und einfach gekillt! Nice shit! Der Skana läuft der Orianna einfach nochmal in die Arme und der Nock hat diesen scheiß Kuh geblockt mit seinem Spell Shield und ist dann einfach von dem Xerath weggelaufen. Auf der Botlane wird die Vayne getowerdive. Die Nunu-Ulti. Die Nunu wird gegrabt. Und jetzt kommt die Ulti. Oh, der Nunu hat sich nicht davor gestellt. Da gibt's wirklich noch den Kill für Caitlyn an der Vayne. Nice shit. Der Goldportal hat sich auf 10k ausgebaut. Nach 16 Minuten. Das sieht schon fast gewonnen aus für die Skilled-Lacker. Wenn sich jetzt nicht noch groß irgendwas entwickelt, Darius gefeedet wird oder die Vayne gefeedet wird, dann ist er echt verloren. Sehe ich dann schwarz, tief dunkel schwarz wie die Poles. Orianna ist schon auf der Botlane. Die wollen ihn Nunu. Nunu gibt dir richtig. Skana kann nichts gegen Orianna machen. Aber jetzt sind sie zu dritt. Deadholes meine ich natürlich, nicht Blackholes. 3 gegen 2. 4. Es sind 5 auf der Botlane. 5 gegen 4. Nunu sehr low. Der Nock. Wird er gecatcht. Der Xerath wurde fast gegrabt. Nock ultet auf Nunu am Tower. Damit kommt die Ulti auf Caitlyn. Nock ist tot. Oh, Vayne, go! Darius ist an Caitlyn dran. Vayne chased Vayne weiter. Vayne. Ah, ne, das wird nichts mehr. Wenn sie jetzt noch weiter chased, könnte sie. Ja, sie macht es nicht. Skana ist noch auf dem Weg. Die Nock-Ulti war ziemlich. Ja, am Tower alleine gegen Nunu. Es war ja keiner in der Nähe großartig. Darius war die ganze Zeit an der Caitlyn dran. Die Ulti von Darius hat leider nicht gereicht. Das habe ich gar nicht gesehen. Die Arena hat sich einfach nebenbei nochmal den Nunu geholt. mein Weggehen. Klatsch. Ja, aber man kann am Farm schon nicht erkennen. Skilled Lucker farmt besser, macht mehr Kills. Der Goldvorteil ist mit aber bei 11.000. Ja. Aber man muss trotzdem lassen, dass ich schlecht spielen hier. Die Wayne. Okay, Irelia bratzt so durch mit Orianna an ihrer Seite, Speedbuffs und der Ulti. Ja, Irelia gefeedet ist immer GG. Der Blitz holt sich einfach den Xerath. Okay. Ja, das Game ist gelaufen. Immer höherer Goldvorteil, die haben mittlerweile 3 Tower. Aber Vayne macht keinen schlechten Job, trotz dass sie verlieren, machen sie einfach keinen schlechten Job. Aber Nunu nimmt sich den. Ja, der Goldvorteil ist mittlerweile 13.000, 13.500 schon.
Immer mehr. Wie man sieht. Sieht man nichts. Sieht das blaue Team wirklich nicht viel. Sie haben zwei Wards und das im River der Botlane. Und wir... Oh. Die Skilled Lucker haben einfach viel mehr Wards. Sie sehen den ganzen unteren Jungle und haben eine, an einer wichtigen Position des oberen Jungles des blauen Teams auch noch eine Ward. Und natürlich den Baron, den Dragon gewardet. Wenn man sich dazu wieder das blaue Team ansieht, ist das natürlich schwach gewordet. Die Skilled-Lucker machen währenddessen den Dragon. Uiuiuiui. Die Orianna Ulti hat einfach alle neu getroffen. Nur noch Fritz 2 Ulti. Und Xerath geht auch drauf. Ja, das war fast das Ace. Ich denke, das ist GG. J-Up schreibt GG. Kommt jetzt ein Vote oder nicht? Anscheinend nicht. Oh, zwei nein. Gegen drei. Sie wollen es noch weiter versuchen. Oh, sie tower-diven einfach die Wayne kaputt. Das ist vorbei, der Inhib gehört ihnen. Ja, nee, doch nicht. Das wollen den Inhib, da trauen sie sich nicht. Die holen nur den Tower und hauen dann ab. Oh, nee, doch nicht. Doch, nein. Doch, sie hauen ab. Ja, das ist auch die bessere Entscheidung. Ja, die Skilled Lucker, denke ich, sieht so aus, als wenn sie im Finale landen. Die Skilled Lucker gegen die Hoppelhasen, das wird bestimmt ein richtig geiles Match. Das ist beim Finale so üb, ne? Dann nochmal weiter die Besten gegeneinander spielen. Das kann was werden, du. Da kommt die Nunu voll durch, kann aber nicht viel ändern und Gatzmann stirbt am Tower. Das war definitiv und nicht klug. Nunu wird gechased von Nocken. Er wahrscheinlich ran wird, ja wird er. Red Star wird alles, sterben. Alles ready. Da steht Redner um. Der hat auch noch gestorben. Da steht mittlerweile 4:75. Oh. Der Goldvorteil ist bei 17k, also ich sehe da keine Hoffnung mehr jetzt. 6, aber trotzdem 0 Irelia, von beiden 5, Seiten. 1 Orianna, 5-2. Caitlyn 7-1. Schön gespielt noch. Von beiden Seiten, muss man aber trotzdem sagen. Ist einfach so. Das ist der Baron bei 24. Der Blitz hat's getan. Was heißt denn hier laut Lör nichts drauf außer Zahnbelag? Das ist mein Spruch, aber den habe ich jetzt gerade nicht losgelassen. Also red den Leuten jetzt Falsches ein. Ich habe mehrmals gesagt, dass die beiden ein echt gutes Spiel geliefert haben. Also eher nicht Tatsachen verdrehen. 4,25. 25,7k Gold zu 44,6. Okay. Jetzt der 2 gegen 3 Fight. Caitlyn über die Wall. Skarner
Chase zu weit, kriegt eine Knock-Ulti, schluckt diese einfach und stirbt daran. Der Darius wird gleich an der Caitlyn sein. Lulu trifft auch noch einen drauf. Und sie geht sich einfach wieder rüber. Boah, Darius ist auch drauf. Hat. Komm nicht an Caitlyn ran. Oh, die Ulti. Er wollte da noch springen, nicht? Oh, die Caitlyn mag sich an. Oh. Oh, Junge. Ah, hättest du sogar fast geschafft. Ja, die pushen durch. Ist in der Zeit haben Orianna und Irelia in der Mitte durchgepusht. Da ist der Surrender Vote. GG. Das zweite Halbfinale. Schönes Spiel, schönes Spiel. Die Skilled Lucker sind im Finale.